Hallo und herzlich willkommen zu der O sitzt ziemlich nah an mir dran. Nein, Quatsch. Was wäre, wenn du für einen Tag ein Hund wärst? Ich könnte eigentlich auch, was wäre, wenn ich einen Tag ein Sofa bin, so wie ich Metamorphose hier betreibe und eins werde. Du kannst du machen, was wäre, wenn du einen Tag mal einen schlechten, einen guten Witz erzählst, meine ich. Also ich würde, glaube ich, den ganzen Tag... An deinen Genitalien lecken. An meinen Genitalien lecken. Ich wusste es. Und danach würde ich zu dir kommen und dein Gesicht abschlecken. In your face, wortwörtlich. Da denke ich mir halt echt, keine Ahnung, du bist durch. Durch. Schließlich, ich würde dich heute wirklich mal bitten, ausnahmsweise das mal ernst zu nehmen, okay? Ich würde den ganzen Tag Sex haben. Und zwar... Sag los. Doggy Style. Wuff, 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 wuff. Alter, du bist so durch. Du bist so durch, ey, in deinem Kopf. Ah. Weißt du, was es geile Sachen gibt als Hund? Schlafen. Laufen. Aber du kannst so voll viel laufen. Kannst immer so voll mit anderen Hunden so... Wenn wir Fangen spielen, weißt du, so verstecken mit erzählen und sowas, dann... Dann tun wir ja nicht uns dabei beißen. Wir tun ja können wir so, ja auch mal probieren. Du bist. Wir können ja auch mal so rumrennen und uns beißen. Ich würde dich halt so voll beißen wie in so einem Hahnenkampf, ey. Das wäre dann so voll das Battle Rosas Hund gegen Tisias Hund. Und jetzt macht bestimmt der Arne, den Cutter, so Hundegesichter drauf. Beim O so einen kleinen Chihuahua und bei mir so eine Bulldogge. Wenn wir uns jetzt umdrehen, zeigen wir uns jetzt beide von der Seite. Und dann kommt so ein animiertes Feuer hier von der Seite. Du weißt ja schon, dass Hunde nicht dass sie farbenblind sind. Ne? Die sehen so ihr ganzes Leben so ein 20er, 30er Jahre Film. Ich meine, früher war sowieso alles besser. Okay, wenn du sagst, früher war es besser, dann errate mal diesen Sound. Was mache ich danach? Hä? Meinst du, war es ein Modem? Ja! Wenn es sich einwählt. Okay, es ist weird. Pass auf, wir fragen jetzt mal hier Christoph Krachten, was würdest du machen, wenn du ein Hund bist? Also wenn ich Hund wäre, dann würde ich gucken, dass ich möglichst gut aussehe, also Fell gut ablecken und damit dann vom Züchter zu einer ganz wohlhabenden Familie komme und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen kann. Danke, danke Christoph! Was macht ein Hund, wenn er Katze sieht? Jagen. Warum? Weil... Was würdest du machen, wenn du eine Katze siehst und ein Hund wärst? Ich würde wahrscheinlich so hingehen und alles aufreißen und die zerfetzen voll. Ja, also voll der gute Hund. Ich glaube, Ost braucht einen Maulkorb. Ich brauche wirklich einen Maulkorb dann, wenn ich ein Hund wäre. Als Mensch natürlich nicht, das wäre unhuman. Da wäre es manchmal sehr schön, wenn der Ost einen Maulkorb hätte, weil er ist ziemlich bissig. Es sagt der Richtige. Du bist der immer, der dann immer noch da sitzt, auch wenn er ein Nickerchen macht, wenn er irgendwo rumliegt, immer so. Pimmel, ja, Pimmel. Ja, weil ich ja vom immer Pimmel träume. Als Hund wirst du noch ein... Wuff. 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 Das war übersetzt für alle Hunde, die schauen jetzt so lachen sich voll den Arsch ab. Pass auf. Ja, wahrscheinlich sitzen echt die ganzen Leute jetzt daneben und der Hund daneben von unten so. Ja, genau so wird er dann lachen. Schau mal, es gibt doch sau viel Hundefutter. Also wenn ich das jetzt gerade so höre, finde ich das natürlich eklig. Und okay, ich hatte früher, jetzt kommt hier ein Geheimnis für euch aus meiner Kindheit, private shit. Meine Oma hatte einen Hund und es gibt dieses Trockenfutter. Sag's nicht. Diese Hähnchendinger. Und ich wollte auch immer Hund spielen. Ich war dann immer so ein Hund als Kind und dann habe ich immer die Dinger geklaut und gegessen. Die waren sau lecker. Oma, bekomme ich noch sowas? Und die hat mir dann wirklich eins gegeben, wie so ein Leckerli. Das ist ja nicht giftig oder so, aber mir hat das sau gut geschmeckt. Jetzt schließt sich der Kreis, weil deine Mutter dich ja nach einem Hund benannt hat, nach dem TC aus der Show. Das deswegen wollten vielleicht deine Eltern und deine Oma und so schon immer einen Hund statt einem kleinen Jungen. Aber meine deswegen, Mutter hat einen Hund. Meine ja, aber auch. Vielleicht wollten sie halt noch einen quasi. Und deswegen haben sie dir immer dann Leckerlis gegeben, statt was Richtiges. Das war's mit der Kommentare-Kommentiershow nicht, sondern mit OG vs. TC auch nicht. Sondern mit was wäre wenn? Schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr machen, wenn ihr ein Hund seid? Seid. Was wäre, wenn ihr seid. Ja, und letztes Mal haben wir gefragt, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag Mark Zuckerberg seid? Das habt ihr geanswert. Bitches. Macht's gut, Babys. Ja, es ist schon wieder Montag. Letztes Mal haben wir euch gefragt, was wäre, wenn du Zuckerberg für einen Tag wärst? Und hier unten kommt ihr zum letzten One-Taker. Viel Spaß damit. La, 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 la.